Herzlich willkommen. Willkommen zu dem 100. Video auf meinem Kanal. Ich habe mich halt ein wenig hingesetzt und mir mal überlegt, was ich eigentlich als kleines 100 Video Special machen kann. Und da ist mir eins eigentlich eingefallen, was ich so eigentlich noch nie auf YouTube gesehen habe. Wir schauen uns einfach einmal die YouTube Analytics meines Kanals an. Es ist eigentlich extrem, was durch 100 kleine Videos zusammengekommen ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Sprichwort, das sollte ich überlassen. Egal, fangen wir einfach an. Also ich habe meinen Kanal am 6.3.2014 erstellt. Natürlich habe ich nicht gleich Videos hochgeladen. Aber ich hatte es halt vor, damals schon. Aber ja, als ich halt in die Pflichtschule gegangen bin damals, habe ich es mir halt vorgenommen und ich habe mir halt auch gesagt damals, ja, ich möchte das machen, ich will Videos irgendwie produzieren, aber eigentlich habe ich es dann nie in die Realität umgesetzt, wirklich. Naja, eine Ausnahme war mein erster Kanal, 3 Videos und dann war's aus. Also nicht gerade das Gelbe von mir. Aber ist auch egal, heute ist es anders, jetzt ziehe ich das durch. So, also mit meinem Schatten bin ich dann am 21.09.2015 gesprungen. Ich habe Jump League gespielt und ja, die Runde sowie meine schon seit ich geboren bin vorhandene Redekunst. Ja, Sarkasmus. Naja, also die waren jetzt nicht so berauschend, aber ja, jetzt halt dann nach der Zeit ging es eigentlich relativ gut weiter. Ich habe halt dann mich entschieden für jede Woche 2 Videos und die Qualität hat sich eigentlich auch relativ gut verbessert und dann auch in diesen fast schon 9 Monaten haben sich trotzdem schon 55 Leute entschieden, meinen Kanal zu abonnieren. Natürlich bleiben nicht alle, aber großteils schon. So, aber ja, ich habe mittlerweile schon fast 5000 Aufrufe gemacht, was ich eigentlich schon mega cool finde. Man muss sich das eigentlich nur vorstellen, das ist eigentlich extrem, das schon fast 5000 Mal diese Zahl, 5000, auf eins deiner Videos geklickt hat, halt 5000 Mal wurde ein Video von dir angeklickt, eigentlich unglaublich. Naja. Das erste, was mich jetzt in den eigentlichen Analytics fasziniert, ist die Wiedergabezeit. Das sind 10.000 Minuten. Also umgerechnet 177 Stunden. Das ist schon mega viel. Da muss man einfach genau drüber nachdenken, das ist mega viel mehr als ein Tag. Weiß ich nicht, wie viele Tage das ist. Einfach extrem. Das nächste eigentlich schockierende ist die durchschnittliche Wiedergabedauer. Als ich das sah, habe ich mich eigentlich schon geschreckt, dass ich nur bei 2 Minuten und 13 Sekunden liegt. Ein wenig mehr habe ich mir eigentlich schon erwartet, aber ich bin mir sicher, dass Abonnenten, die mich auch öfter schauen, länger als 2 Minuten auf dem Video bleiben. Also ist das eigentlich auch egal. Ich glaube, das bessert sich dann nach der Zeit, aber ja, ist eigentlich egal. Was mich richtig gefreut hat, waren eigentlich, wie viele positive Bewertungen ich im Vergleich zu den negativen habe. Durchgerechnet ist das ein Verhältnis von 9 zu 1. Eigentlich schon relativ cool. Ich finde das schon toll. Das nächste sind die Kommentare dann. Darüber freue ich mich eigentlich am meisten. Da ich über diese mit der Community ein wenig interagieren kann und ich bekomme auch meistens von euch Lob und das freut mich auch immer, weil in den Videos natürlich auch jede Menge Arbeit steckt. Durch die Kommentare bekomme ich aber auch Eigenwerbung, Hate und auch ein Angebot eines Netzwerks habe ich schon bekommen, das ich aber schnell fallen gelassen habe und nicht angenommen natürlich habe, weil, wie kann ich das sagen? Eigentlich ist es so, ich wollte als kleiner Fisch in so einem großen Meer eigentlich nicht in eine Falle schwimmen, so in der Art, weil
Man weiß ja nie, ich hätte mich eigentlich dadurch auch einfach selbst verkaufen können, so in der Art, oder sogar den Kanal auch dadurch verlieren können. Ja, habe ich halt fallen gelassen, ist aber auch jetzt egal. Interessant ist auch, wie international ich unterwegs bin jetzt als nächstes. In Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz, Rumänien, überall bin ich unterwegs, aber auch in Brasilien. Was ich da cool finde, aber auch eine richtig gute Geschichte zum Erzählen, dann auch einmal in der Zukunft. Mein erster Abonnent war ein Brasilianer nämlich und auch noch dazu ein Aktiver auf meinem Kanal. Und er meinte durch einen Kommentar dann, er schaut sich gern das Gameplay an und hört oft daneben Musik. Das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern das hat nur Google Übersetzer ausgespuckt. Natürlich hat er halt seiner Sprache geschrieben. Und das nächste halt sind die Zuschauer, ob die männlich-weiblich sind. Natürlich mehr männliche als weibliche, sehr klar. Und die nächsten zwei Punkte sind nicht so interessant. Zugriffsquelle und Wiedergabeort. Daher sind wir auch schon eigentlich am Schluss, weil ja, nicht so interessant. Und ich sage jetzt eigentlich vielen, vielen und noch tausendmal vielen Dank für euer Feedback. Eure Reaktion auf jedes Video und auch an alle meine Abonnenten. Auch ein großes Dankeschön an Selux, der mich schon seit 5 Minuten, das Beste, 5 Monaten begleitet und auch mich unterstützt und er wurde auch zu einem richtig guten Freund. Danke an meine Freunde, denen ich dieses eigentlich schon Geheimnis anvertraut habe. Und die mich auch dabei eigentlich unterstützen. Einfach, eigentlich einfach Danke an alle. Nur noch ganz kurz am Schluss jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video halt gefallen. Ich würde mich einfach über ein Abo freuen. Und vielleicht könnt ihr dieses Video auch mit euren Freunden teilen, die der Kanal auch ansprechen halt würde. Und ja, mit diesen Worten sage ich halt mal. Wünsche ich euch halt einen schönen Tag. Wir sehen uns halt beim nächsten Video. Ciao.